Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Romy und damit und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Splatoon 3. Jo, beim letzten Mal haben wir hier alles auf der Map eingesammelt, jetzt müssen wir nur noch die Level alle abschließen. Und ich muss die natürlich auch nochmal alle mit den verschiedenen Waffen nochmal zusätzlich abschließen. Fangen wir doch mit einem Turmtauch ab an. So, das machen wir mit dem Disperser, der Waffe, die uns empfohlen wird. Erreiche das Ziel und zwar schnell. Okay. Ah, deswegen muss ich ihn schnell erreichen, weil der Boden unter meinen Füßen verschwindet. Sollte ich mich nicht lange aufhalten lassen. Guck mal, die denken sogar daran, hier die einfach stürmen wollen, einfach zerbrechbare Böden vor die Nase zu setzen. Ja, setzt mir einen Sniper vor die Nase, was denn auch sonst? Ab. Ach, jetzt fallen ja noch einzeln auseinander. Wie gemein. Wir sehen uns da oben wieder. So, jetzt bloß nicht verkacken. Das war ein interessantes Level. So, was machen wir denn als nächstes? In die vollen Rollen. Wir gehen einfach jetzt Reihenfolge. So, mit einem Carbon-Roller. Den Roller setze ich gerne ein. Und nehmen gerne auch alles mit. Ich weiß, wie man einen Roller verwendet. Ich spiele fast keine andere Waffe online. Und tschüss. Tschüss. Mach da mal so. Los, geh voraus. Warum stehen da zwei? Ich dachte erst, er hängt irgendwas. So, tschüss. Kaputt. Kann ich die auch hüpfen lassen? Nee. Hui. Tschüss. Geht auf, wo du hintrittst. Ich pass schon auf. Keine Sorge. Hauptsache, die sehen mich nicht. So.
Ich hole euch einfach von hinten. Wenn ihr aufpasst, wird bestraft. Ich glaube, ich mache mal als nächstes den Sniper erstmal weg. Tschüss. War klar, dass es dafür irgendeine Belohnung geben muss. Was ist denn das nächste Level? Wie viele haben wir denn überhaupt noch vor uns? 5 Level plus Boss Level. Das hier geht eventuell schnell, weil da nur eine Waffe verfügbar ist. Ich flieg sogar die ganze Zeit, offenbar. Kann ich einen Dreck auf den Boden geben? Ich finde, sowas ist Geschenk, wenn man durchgehend eine Superfähigkeit nutzt. Okay. Easy. Haben will. Ja, ultra easy. Oh, fast unten gewesen. Da muss hin. Ja, Bombenhagel. Tschüss. Mag dich nicht. Rein da. Letzter Checkpoint. Oh, ich habe nicht so eine Reichweite. Ist ja fies. So, tschüss. Das Problem wäre auch gelöst. Ja, easy. Und wieder eine Mission weniger. Finde den Schlüssel und öffne den Weg. Einer von denen, Löwen hat ihn. Ah, ich muss Minen setzen und sie reinlocken. Er hat einen. Ich glaube, ich brauche von jedem einen Schlüssel. Das macht am meisten Sinn. Einfach gucken, wo ist der langgerannt. Mine hinsetzen, fertig. Oder ich bin gut genug und schaff's, ihn einzuholen.
Ich hole dich von oben. Die machen nichts, wenn ich von oben komme. Easy. Ist ja richtig easy, die Mission. Ja, wo sind denn die restlichen? Da. Okay, die teilen sich auf jeden Fall eine Position. So, an den Bäumen hängt, ignoriere ich mal. Ich probiere mal, eventuell kriege ich ja von oben eingesnippt, wenn ich mich gut anstelle. Hätte ja sein können. Ich kann die aber auch einholen, wie es scheint. So, der ist RIP. Und der hat irgendwie überlebt. Okay, ich muss die in zwei Minen reinlocken. Überleben sonst. Ich lock die natürlich von der Seite. Wieso hat er zwei Minen überlebt? Treffen die ihn nicht anständig genug? Okay, die hat jetzt getroffen. So, jetzt muss ich nur den da noch reinlocken. Perfekt. Hab alle mitgenommen. Fehlt irgendwo ein Schlüssel? Ja, da hinten. Ich sehe den Heidi doch. Den habe ich nicht gesehen. Mal einfach hier die Mine hin. Und scheuch von der anderen Seite. Vielleicht bin ich auch wieder gut genug. Nee. Weil ich ihn von oben scheuchen kann, wollte ich sagen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, vom Prinzip her fehlen nur noch 4 Level, darunter halt auch das Boss-Level. Ich mache dann jetzt noch das Level hier. Die anderen scheinen ja nur alle eine Waffe zu haben. Die kann ich dann vor der nächsten Folge machen. Also die ganzen Sachen hier. Wenn ich eh nur noch die anderen Sachen dann übrig habe. Die Einzel. Um Gottes Willen.
Das ist ein ekelhaftes Level. Weg mit euch. Kleben genau unter meiner Plattform, ne? So, weg mit euch. Hat der einen Luck? So, weg mit dem. So, wo muss ich jetzt nächstes hoch? Da. Schon wieder ein ekelhafter Sniper. Die Sniper sind einfach nur ekelhaft. So, weg. Oh, hab's noch drauf geschafft. Okay, Leute. Wir haben nicht mehr viele Level vor uns. Soweit ich das sehe, sind es nur noch 3. Plus Boss-Level. Also hier mit der Airbrush haben wir noch vor uns, mit einem Stempel. Und natürlich dem Boss. Das wird höchst interessant. Ist das wirklich nur der Stempel oder werde ich verkohlt? Und da wird halt auch noch so ein Symbol für halt Stopp gezeigt. Naja, egal. Ich mache jetzt vor der nächsten Folge noch die ganzen Nebenwaffen hier. Damit wir in der letzten Folge direkt damit starten können, dass wir auf den Boss zugehen. Dass wir die letzten Level machen. Und halt nicht diese Nebensachen noch auf dem Schirm haben. Also, sag ich mal hier, bis dann und hoffentlich hat euch die Folge heute gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hier guckt.